Hallo und herzlich willkommen im NAZ-Alter, ihr tollen Menschen. Wie ihr seht, bin ich hier gerade dabei, mal so die Overlays durchzugehen und wie man hier so Dinge tut. ja, das funktioniert zurzeit. Ich würde sagen, wir gehen mal hier wieder auf weiter. Und wir können hier tatsächlich nochmal. Ach, das ist die Schule. Dann können wir theoretisch. Hier hinten gibt es nicht so viele Einkaufsmöglichkeiten. Das heißt, wir könnten hier nochmal ein bisschen Einkaufsbereich schaffen. So. Und hier sind schon mittlere Dichte. So. Und das hier mal so vorbereiten. Ich habe hier hinten in der Zwischenzeit noch einen kleinen Park reingesetzt, dass es den Leuten da auch gut geht. Ja. So. Und wir könnten ja mal hier. Jetzt gibt es hier auch das unterirdische Parkhaus. Steht halt nicht dabei, wie viel Autos da reinpassen. Ja, wir könnten hier mal den Parkplatz wegnehmen, der hier so komplett fast komplett ausgelastet ist. So. Und verschieben den mal zum Beispiel erstmal hier hin. Ah, machen wir mal hier hin. So. Und dann probieren wir uns mal hier an einem Parkhaus aus. So. Jetzt gucken wir mal. Wie viel passen hier rein? 200. Und wie viel passen hier rein? 135. Das heißt, weniger Platz, mehr Leute. Ja. Ja. Das heißt, dasselbe könnten wir theoretisch. Wir gucken mal. Hier hatten wir doch auch irgendwo. Hier. Aber der ist nicht so gut ausgelastet. Da brauchen wir es, glaube ich, nicht. Der ist okayisch ausgelastet. Ja, wir gucken mal. Hier, der würde hier tatsächlich reinpassen. Ja. 38 von 41, das ist jetzt auch nicht so viel. Hier ist auch okay. So, sieht eigentlich gerade ganz gut aus, so mit den Parkplätzen. So ein Overlay, was mir sagt, wo die Parkplätze komplett ausgelastet sind, wäre eine coole Geschichte, ne? Guck mal hier, da sind jetzt natürlich noch null Fahrzeuge drin. So, und dann können wir ja hier nochmal. So, hier mal reinmachen. So. Ja. Ah. So, hier der Schule geht's soweit okay. Bis zum Abschluss 6 Monate, okay. Wir gucken mal auf das Schuloverlay, denn wir haben jetzt eine ganze Menge mehr Leute. Ah. Oh je, das College, okay. Okay. Ich glaube, wir müssen langsam mal ein weiteres College bauen. Weil das College, das wir haben, ist schon, ja, ist schon ausgebaut. Ja, das ist schon ausgebaut. Das könnte man natürlich hier reinsetzen. Oder wir nehmen hier mal einen völlig neuen Standort. Hier noch ein College rein. Oder da, wo eine Linie fährt, Leute.
Regen macht die Pflanzen glücklich. Oh, freue ich mich. Ja, hier in die freien Gebiete könnten wir überall mal Bäume reinmachen. Wie sieht es bei dem hier aus? Ja, der ist... obwohl, es geht eigentlich. Guck mal, der wird jetzt gerade gar nicht weiter benutzt. Der andere, der vorhin hier war, der war voll. Oh, ja, 13 Fahrzeuge. Ja, dann ziehen wir mal hier noch eine Straße entlang, würde ich sagen. So. Okay, wohin snappst du denn gerade? Jetzt da. So. Okay. Einfahrt und Ausfahrt. Okay. Jetzt können die Leute hier reinfahren. Ja, da war nur die Ausfahrt angeschlossen. Wie die hier drauf gekommen sind, weiß auch keiner. Ja. Wir könnten hier, weil wir es gerade wieder brauchen. Könnten wir mal den hier machen. So. Aber wir hätten nur die Seite machen brauchen. Naja, okay. Hier warten natürlich die Busse an diesen Mini-Haltestellen. So. Wir gucken noch mal ganz kurz auf die Busse. Und schauen mal, wie jetzt hier so die Auslastung ist. Na, sie ist ein bisschen zurückgegangen. Ja. Ja. So, wieso sind hier bei den 6 Kilometern 7 Busse eingesetzt? Und hier 6 Busse bei 7,4 Kilometern. Sehr, sehr eigenartig. Okay. Okay. Was wollte der Sven eigentlich tun? Der Sven wollte eigentlich... hier mal ein bisschen Bäume pflanzen. So. Genau. So. Bis hier rauf. Und hier machen wir auch so. Und hier nehmen wir auch diese Seite. So. Oh ja. Hier können wir... So. Das hier ist eine Haltestelle, ne? Ja, das ist eine Haltestelle. Okay. Und wir könnten hier mal ein bisschen Grünstreifen machen. Ja. So, warum ändert er seine Richtung? Neues Gebäude. Coder Park. Ein modernes Bürogebäude, in dem Kaffee... in Spieldesign, Kunst und Code transformiert wird. Okay. Das machen wir doch gleich. So. Ah, okay. Man kann Grünstreifen
mit Bäumen kombinieren. Okay. Machen wir das. So. So. Okay. Und hier haben wir keine, aber hier. Und hier. Okay, ich verstehe. So. Okay, dann müssen wir hier leider Gottes auch nochmal Bäume setzen. So. Und hier auch nochmal den grünen Streifen. Dann machen wir dasselbe hier nochmal. So. Und hier setzen wir auch nochmal Bäume. Ja, okay. Wie sieht es hier aus? Hier sieht es gut aus. Okay. Ja. Dann lassen wir das mal wachsen und dann gucken wir, wo ich Dinge nicht richtig gesehen habe. So, Ampeln. Schallschutzmauern, die brauchen wir, glaube ich, hier nicht. Mhm. Okay. Dann machen wir hier noch den hier. Und den hier und auf der Seite ebenfalls noch einen grünen Streifen und hier können wir auf beiden Seiten noch mal Bäumchen setzen. So. Okay. Mhm. Ja, das wird natürlich ganz hübsch aussehen, wenn die gewachsen sind, hoffe ich. Ja. Das ist der 8-Taxi-Stand. Ah, es ist ein Taxi-Stand. Okay. Hier werden noch die mit Geschäften gebaut und dann wird hier auch tatsächlich der Parkplatz besser angenommen. Und wir wollen aber hier auch bitte die dürfen da gerne in den Nebenstraßen stehen. Oh ja, das gefällt. So. So. Jawohl. So, und jetzt müssen sie hier in den Nebenstraßen bzw. hier auf dem Parkplatz parken. Okay. Okay. Mhm. 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 Hier die Schule. Höhere Schule. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Okay. Wie sieht es denn eigentlich gerade aus so mit Leuten höherer Bildung und so? Zugezogen, weggezogen, Arbeitsplätze. Oh, 6000 Arbeitsplätze sind frei. 6000 Arbeitsplätze sind frei. Das ist ja kaum zu glauben. Ja, und wir können jetzt natürlich hier eine U-Bahn bauen, Leute. Können jetzt hier U-Bahn und Straßenbahn bauen. Mhm. Halt. So, das wollten wir jetzt nicht. Und wir können hier jetzt eine Feuerwache bauen. Jawohl. Und hier können wir jetzt ein Polizeihauptquartier. Und Verwaltung haben wir natürlich noch gar nicht.
So, wie wird denn jetzt hier das... Oh ja, das wird eigentlich ganz gut angenommen. Okay, die sind... Die sind natürlich richtig gut. Wir können ja mal gucken. Ah, beziehungsweise wir könnten mal hier das Spezialgebäude bauen. Hier so mitten in... In dieses neue Gebiet hier rein. So. Jawohl. Das macht plus 1 Büroeffizienz stadtweit, plus 5 Interesse an universitärer Bildung. 1% Wahrscheinlichkeit Universität, plus 5 Wohlbefinden. Jawohl. Okay. Und wir müssen mal wieder hier mit hoher Dichte nachlegen. Da haben wir schon. Das sind Bürogebäude. Ah. Hier, hier. Und hier auch mal mit hoher Dichte mal nachbauen. Gucken wir mal. Oh ja. Hier können wir auch noch mal auf hohe Dichte schwenken. Und hier mal hohe Dichte. Hier mal hohe Dichte. So. Okay. So sind das hier eigentlich alles nur so kleine Häuschen geworden. Warte mal. Ah, okay. Stromausfall, Wasserausfall. Wir gehen mal kurz auf Pause. Und wir schauen mal, was hier unser Wasser macht. Wasserverfügbarkeit, okay. Dann... Beziehungsweise wir gucken mal, ja, die Aufwertung haben wir schon. Dann hier. Ich können wir direkt daneben setzen. Und hier bauen wir auch gleich die zusätzliche Pumpe mit dazu. Okay. Jetzt gucken wir mal. So, Wasser kommt wieder. Wasser kommt wieder. Kraftwerksüberladung. Wir gucken, was sagt hier der Strom? Der Strom sagt aber, es ist alles okay. Was ist denn hier gerade passiert? Okay, dann werden wir mal hier ein Umspannwerk reinzimmern. Ja. Wir machen hier mal ein Umspannwerk. Hier. So. Und ziehen das mal hier rüber. Und lassen jetzt mal wieder laufen. Und jetzt läuft's hier wieder. Okay. Okay. So. Die Leute wollen wieder mehr Wohnraum. Das kommt mir sehr gelegen. Das haben wir schon. Das hier. So. Wenn das hier alles Reihenhaussiedlungen. Und hier, das hier ist natürlich. Okay, hier ist immer noch ordentlich Verschmutzung. Ja.
Okay. Dann lassen wir hier weiterlaufen. 288 Megawatt. Wir gehen mal ganz kurz hier auf. Ah ja, okay. Weil dieser eine Anschluss, der war natürlich überlastet. Was ist das hier? Zusätzliche Turbine. Was macht die? 100 Megawatt Hochspannung. Reduziert die vom Kraftwerk erzeugte Luftverschmutzung. Moderne Brennkammer. Ermöglicht gleich bei weniger Brennstoffverbrauch. So, dann machen wir mal den hier. So. Dann reduzieren wir hier mal den Verbrauch. Mhm. Okay. Boah, das sieht jetzt schon... ich finde, das sieht toll aus. Ah. Wie geht's diesem Parkplatz? Dem geht's gut. Mhm. Ah. Okay, und auf halbem Weg zum nächsten Meilenstein. Mhm. Wir könnten ja mal gucken, was haben wir denn hier noch so für Gebäude. Die haben wir schon gebaut. Den... Was? Bereits gebaut. Doch, den Garten des Epico haben wir schon gebaut. Haben wir auch gebaut. Was wir noch nicht gebaut haben, sind Wahrzeichen. Oh. Wir haben hier noch keine Wahrzeichen gebaut. National Gallery of Art. Okay, ein botanischer Garten. Botanischer Garten. Mhm. Das wäre natürlich charmant. Ja, der zählt als Park. Das zählt auch als Park. Wow. Okay, wow. Das Grand Hotel zählt auch als Park. Mhm. Ja, das müsste eigentlich irgendwo hier oben hin, das Grand Hotel. Ah. Okay. Wir lassen mal weiterlaufen. Ja, hier. Okay, die große Bauinitiative hier. Die große Bauinitiative. Sieht das krass aus. Sieht das krass aus. So, wie geht's denn hier gerade? Ja, ich bin am Überlegen, ob ich hier nicht vielleicht mal... So, die wollen alle hier in die Stadt. Die wollen alle hier in die Stadt. Ja. Und wo wollt ihr hin? Okay, ihr seid einfach Straßenwartungsdepot. Nach Salingen. Mhm. Ich glaube, diese Kreuzung muss ich wirklich mal optimieren. Wie sieht es denn hier bei der anderen aus? Ah, guck du mal. Hier können wir auch noch was tun. So. Und hier bitte auch nicht. Und hier bitte auch kein Fußgängerüberweg. Dann geht es hier ein bisschen besser. Und tatsächlich könnte ich diese Abfahrt hier rausnehmen und hier in den Kreisverkehr einfädeln. Warte mal, ist hier eine Ampel? Hier ist eine Ampel. Hier ist eine Ampel. Okay, dann machen wir hier Stoppschilder hin. Ah.
Okay, führt das dazu, dass das hier ein bisschen besser fließt? Ja, ein bisschen. Gefühlt ein bisschen. Ah. Ah. Was wir hier natürlich machen könnten, wäre eine asymmetrische Straße. So. Hier. Zum Beispiel hier sagen, wir nehmen das hier. So. Und hier könnten wir jetzt würde ich zum Beispiel gerne sagen, hey, die hier geht hier drauf, die hier geht hier drauf. Aber das hier scheint quasi die Hauptzuführung zu sein. Was? Hier vorne ist ein Kreisverkehr. Warum hast du hier gewendet? Ja, wir probieren das mal. Wir nehmen mal ganz kurz dieses Stück hier weg und dieses Stück hier weg. Dann nehmen wir hier die Autobahnzufahrt. Und was? Nein. Okay, dann nehmen wir hier noch ein Stück weg. So. 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 Und so. Okay. Okay, und hier können wir in der Abfahrt tatsächlich wieder die symmetrische machen. Aber warum wird das hier dreispurig und nicht hier rauswärts dreispurig? Das muss ich doch auswählen können mit rechts, links. Okay, gehen wir hier hin. Okay, die wechseln hier tatsächlich ganz wild durch die Gegend. Okay. Aber das sieht eigentlich ganz gut aus. Und hier nehmen wir mal noch die Zebrastreifen weg. So. Hier und hier. Genau. Und dafür können wir hier einen Zebrastreifen machen. So. Oh ja, guckt mal. Das scheint doch jetzt gut zu fließen. Mhm. Ja, okay, das ist jetzt besser. Wir gucken nochmal hier hinten. Hier die Zufahrt wird, naja, okayisch benutzt. Ah, hier ist noch... Ja, ich glaube hier wirklich, dass das Kreuz, diese Kreuze funktionieren nicht so richtig. Ah. Okay. So, da wünschen sich Leute Einkaufsbereiche. Das können wir ihnen tatsächlich liefern. Ja. Hier zum Beispiel. Mhm. So ein bisschen. Nur ein bisschen. Mhm. 20.000 Leute. Und es sind nur noch knapp 7.200 Arbeitsplätze, die fehlen. Was jetzt natürlich gleich wieder mehr wird.
Ah, hier wird auch noch. Nee, hier wird gerade nicht gebaut. Doch, hier wird noch gebaut. Ja, hier könnte man noch was hinsetzen. Das ist schon abgedatet, das noch nicht abgedatet, okay. Die sind aber schon geupdatet. Können wir hier ein Einkaufszentrum da, da. So, hier mal auf höhere Dichte einfach mal umstellen. So. Mal gucken, ob das jetzt den Bedarf ein bisschen deckt. Mhm. Und es wird wieder Bürofläche gewollt. Dann können wir ja hier schon mal sagen, mach mal. Bereite hier schon mal vor. Zeichne das hier schon mal aus. Ja. Wie sieht's denn jetzt hier eigentlich aus mit... Okay, hier. Kräftig hier rüber. Mhm. Das heißt, wir könnten tatsächlich hier noch ein neues Industriegebiet aufziehen. Wir nehmen diese hier. Machen hier das Update. So. Und dann... So. Ah, da ist jetzt natürlich ein Knick drin. Naja, egal. Nicht so schlimm. Und jetzt können wir ja mal gucken, ob das Paralleltool funktioniert. Das sind 6. Das heißt, wir müssen hier auf 12 gehen. So. Halt. Kann ich nicht sagen, welche Seite parallel werden soll. So. Okay. Oh, das sieht auch gut aus. Ja, das gefällt mir. Und dann brauchen wir hier wir können hier natürlich durch die Mitte durchgehen. So. Und wir nehmen hier Wasser, Abwasser. Und setzen das... Was überlappende Objekte? Ach so, haha. Ja, dann gehen wir hier, 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 hier. Okay, das sieht gut aus. Mhm. Mhm. Dann sagen wir doch hier tatsächlich mal. Los, dann. Dann tut hier mal Dinge. So. Mhm. So, wie sieht's denn auf unserer Müllkippe aus? Ja, ist jetzt nicht so... nicht so das Ding. Was ist hier? Stau, Verkehrsstau. Wo willst du denn hin? Nach Wrommel? Da springen wir mal hin. Sattelschlepper. Wrommel. Lager. Nee. Okay. Du bist ein Fahrzeug. Okay, ein Fahrzeugding. So. Hier mal ausmachen. Gut. Also hier kommt das häufiger zum Stau. Ja, bis zum Ende hier durchgefahren für
Allerdings. Ja, hier staut sich's. Das heißt, wir werden hier versuchen, das Ganze mit einem Kreisverkehr zu lösen. Was aber nicht geht. Was aber so nicht geht. Okay, wir nehmen die asymmetrische Straße. Huch, warum will er denn jetzt hier einen... Warum will er denn hier Dinge tun? Achso, sollte ich vielleicht auch updaten gehen. Ja. Ja, er nimmt nur die Seite. Okay. Das hier mal kurz wegmachen. So. Und, ja, die kehren jetzt alle um. Der ganze Verkehr leitet sich jetzt durch die Gegend. Und, ob wir das gelöst kriegen, sehen wir dann beim nächsten Mal, würde ich sagen. Ich bedanke mich fürs Wiedereinschalten, für Tipps, für Tricks, für nette Anmerkungen und hier ein kleiner Überflug über unser neues Zentrum. Oh ja. Oh, und es wird gerade Frühling, die Farben werden schöner. Okay. Also, bis dahin, euer Sven. Ciao.